Ja, kann man nichts machen in dem Fall. Auf jeden Fall gibt es eine halbe Aufzeichnung, um das dann ein bisschen nachzuschauen. Wir waren gerade bei den Zahlen, wie häufig sind Kinder, Jugendliche, nicht nur Betroffene, sondern auch Täterinnen sexualisierter Gewalt. In dem Zusammenhang haben wir im Rahmen eines EU-Projekts bei einer recht großen Untersuchung mitgearbeitet. Es wurden in jedem teilnehmenden Land 1000 Jugendliche befragt zwischen 16 und 26. Und in Österreich haben da zum Beispiel 57% dieser Jugendlichen berichtet, dass sie in ihren ersten Teenager-Beziehungen Gewalt erleben, physische, psychische, sexuelle und/oder ökonomische Gewalt. Zwei Drittel davon erleben diese Gewaltformen über einen längeren Zeitraum. Ein bisschen genauer sieht man das hier bei diesen Zahlen. Ja, also haben sie schon einmal eine Form von Gewalt in ihrer Beziehung erlebt. Da sind wir mit Österreich, ja, wenn man es vergleicht mit Georgien und Tschechien, eh noch ganz gut unterwegs. Also 57% berichten von Gewalt in ihrer Beziehung. Von denen, die angegeben haben, bereits Beziehungen gehabt zu haben. Von diesen 16- bis 26-Jährigen. Wurde diese gewalttätige Beziehungssituation über einen längeren Zeitraum erlebt? Zwei Drittel sagen, sie haben das über einen längeren Zeitraum erlebt. Und welche Formen von Gewalt, das sieht man bei dieser Auflistung, ja, von psychischer Gewalt, berichten 41% der Jugendlichen in Österreich, die bereits Beziehungserfahrungen gemacht haben. Der Durchschnitt bei diesen teilnehmenden Ländern ist 49. Von physischer Gewalt berichten 13%. Von sexualisierter Gewalt berichten 8% und von ökonomischer Gewalt 7%. Also das macht schon deutlich, dass diese Gewalt in Beziehungen, ja, die haben wir ganz oft nicht am Fokus, die ist uns häufig nicht bewusst. Kinder und Jugendliche sind also auch Täterinnen. Ja, die überwiegende Mehrheit der Täterinnen kennzeichnet sich durch folgende Aspekte so ein bisschen aus. Ganz häufig gibt es Bindungsunsicherheiten. Ganz häufig wird mangelnde sexuelle Bildung deutlich, aber auch kognitive und/oder emotionale Entwicklungsverzögerungen können im Hintergrund sein. Manche dieser Jugendlichen sind gewaltbereit, hochaggressiv, beziehungsweise zeigen auch schon fixierte Perversionen, haben Probleme mit der Impulskontrolle und so weiter. Also durchaus schwerwiegende Probleme auch im Hintergrund, die tatsächlich auch psychiatrische Behandlung nötig machen. Welche Motive haben jugendliche Täterinnen? Das finde ich ganz spannend. Da gibt es aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm eine Untersuchung, wo die Motive erhoben wurden, nämlich von männlichen und von weiblichen jugendlichen Täterinnen. Der überwiegende Großteil der Jugendlichen hat gesagt, es ist keine große Sache, das ist bei uns ganz normal, das machen viele, das ist Teil des Schullebens. Also Schule ist da ein ganz gefährlicher Ort, in dem recht viel an sexualisierter Gewalt passiert. Einige dieser Jugendlichen, 10% der Burschen, 12% der Mädchen, haben geäußert, dass es ihnen um Macht und Dominanz gegangen ist in ihren gewalttätigen Handlungen, dass sie beweisen wollten, dass sie Macht haben, bestimmen können. Diese anderen Motive, die hier auch noch vorkommen, finde ich sehr spannend, nämlich ich wollte etwas von der Person, ich dachte, die Person mag das, oder auch ich wollte eine Verabredung mit der Person. Ja, das ist schon
dramatisch, finde ich. Da geht es eigentlich um ganz natürliche Bedürfnisse nach Liebe, Zuwendung, Zärtlichkeit, Sexualität. Ja, Verliebtsein spielt eine Rolle. Sehnsucht nach Beziehung spielt eine Rolle. Und rauskommen dort sexualisierte Gewalt. Also diese Unfähigkeiten, Beziehungen einzugehen, diese Schwierigkeiten oder auch dieses Nichtwissen, wie gleichberechtigte, gewaltfreie Beziehungen funktionieren, ist bei vielen der Jugendlichen in dieser Studie ganz ein wichtiger Aspekt. Spannend da, ich wurde von Freunden angestiftet, das haben fast ein Viertel dieser jungen Menschen berichtet. Also die Peer Group spielt da eine ganz große Rolle, gerade im Jugendalter, wo die Peer Group auch dazu führt, dass Taten begangen werden, die die Jugendlichen allein möglicherweise nicht begangen hätten. Wie oft werden jetzt solche Taten auch angezeigt? Ja, also sehr wenige, einfach kurz zusammengefasst, die wenigsten dieser Taten werden angezeigt. Bei den erwachsenen Frauen in der ÖEF-Studie, die ich vorhin schon genannt habe, haben 8,8% gesagt, sie haben eine Vergewaltigung, die sie erlebt haben, auch angezeigt. Also über 90% der Vergewaltigungsopfer in Österreich machen keine Anzeige. Spannend ist auch der Aspekt, dass Delikte von Fremdtätern, also von Tätern, die man vorher nicht gekannt hat, weit häufiger angezeigt werden, wie Delikte von Tätern aus dem sozialen Umfeld oder aus der Familie. Irgendwie eh logisch. Ja, es ist viel einfacher, einen Fremden anzuzeigen, aber einen Freund, einen Ex-Freund, einen Kollegen, einen Arbeitskollegen, einen Chef, wen auch immer anzuzeigen, ist um einiges schwieriger. Bei Kindern, auch bei Jugendlichen, erfolgen noch seltener Anzeigen wie bei Erwachsenen. Das heißt, das Strafrecht trifft tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil der Delikte, die tatsächlich begangen werden. Da sieht man die letzte Kriminalstatistik von 2019. Die aktuellen Zahlen von 2020 sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden sich aber ja nicht sehr viel unterscheiden. Davon kann man ausgehen. Die häufigsten Anzeigen gab es wegen sexueller Belästigung, ja, knapp 1800. Und die zweithäufigsten wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger. Das ist ein Delikt, das von Jahr zu Jahr häufiger angezeigt wird. Also da gibt es eine deutliche Steigerung seit den 2000er Jahren. Zeigt immer ganz klar, dass soziale Medien da eine Rolle spielen, Smartphones und so weiter. Wenn es um Minderjährige geht, also entweder um Unmündige, um unter 14-Jährige oder um Jugendliche, sieht man, dass es deutlich weniger Anzeigen gibt, schwerer sexueller Missbrauch Unmündiger, nicht ganz 400 Anzeigen, sexueller Missbrauch Unmündiger, ein bisschen weniger, ja, also da, wo es um Kinder geht. Wir haben ganz am Anfang gehört, wir können von 200.000 Betroffenen ausgehen. Da sieht man, dass das wirklich sehr, sehr wenige davon sind, wo es dann auch zu einer Anzeige kommt. Beim sexuellen Missbrauch Jugendlicher 60 Anzeigen österreichweit, sittliche Gefährdung 195. Also relativ wenige Anzeigen. Was uns die Anzeigenstatistik allerdings liefert, sind ein bisschen genauere Daten
über die Personen, die da involviert sind. Man kann zum Beispiel rauslesen, wer sind die Opfer, weil bei jeder Anzeige natürlich auch Daten über die Betroffenen erhoben werden. Und da sieht man, dass gerade im Kindesalter, also je jünger Kinder sind, desto ausgeglichener ist das Geschlechterverhältnis. Da haben wir durchaus auch relativ viele Buben, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Je älter sie werden, desto mehr Mädchen sind Opfer. Warum ist das so? Da gibt es verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass ja im Jugend-Erwachsenenalter es Burschen und Männern sehr schwer fällt, sexuelle Gewalterfahrungen zu berichten, weil das auch mit klassischen Männerrollenbildern nicht zusammenpasst, Opfer zu sein. Ja, aber deutlich wird schon, dass es bei diesem Delikt einen ganz einen starken Geschlechterunterschied gibt. Da gibt es ganz deutliche Tendenzen. Es ist ganz klar ein Delikt, wo der überwiegende Großteil der Betroffenen weiblich ist, auch wenn man berücksichtigt, dass in Relation die Rate der Bubenburschen zu gering ist. Wir finden auch Informationen über Tatverdächtige. Wenn Anzeigen gemacht werden, versucht die Polizei natürlich, Tatverdächtige zu ermitteln. Die allermeisten Tatverdächtigen werden tatsächlich ermittelt. Und auch da findet man Informationen. Man sieht hier, dass ja, eben von diesen 5.800 ungefähr Anzeigen wurden 5.568 Tatverdächtige ermittelt. Und da sieht man schon sehr deutlich, dass der überwiegende Großteil der Tatverdächtigen männlich ist, aber dass durchaus auch weibliche Tatverdächtige vorkommen, gerade auch im Jugendalter in Relation, ja, bei den 10- bis 14-Jährigen sind ein Viertel der Tatverdächtigen weiblich, ein Fünftel der Tatverdächtigen weiblich, das ist gar nicht so wenig, später sinkt es sehr deutlich. Und was hier auch noch auffällt, ist der hohe Anteil jugendlicher oder junger Tatverdächtiger in Relation zur Gesamtbevölkerung sind junge Menschen bis 21 die größte Tätergruppe. Das muss uns einmal wirklich bewusst werden. Wenn wir an sexualisierte Gewalt denken, haben wir häufig ja, alte, schierche Männer im Kopf, die hübsche junge Frauen überfallen, so läuft es nicht. Es sind ganz oft junge Menschen, die diese Taten begehen, wie bei anderen Delikten auch. Ja, Jugendliche sind auch bei anderen Delikten überrepräsentiert, hat auch mit dem Jugendalter zu tun, mit Entwicklungsaufgaben des Jugendalters, mit Risikoverhalten im Jugendalter, mit Übergrenzengehen im Jugendalter. Viele hören dann wieder damit auf, wenn sie älter werden. Aber eben auch die Mädels spielen eine Rolle. Gerade bei pornografischer Darstellung Minderjähriger finden wir ganz viele weibliche Tatverdächtige. Also vor allem bei Hands-off-Delikten, wo es keinen direkten Kontakt gibt. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns um Betroffene sexualisierter Gewalt kümmern, immer Mädels und Burschen im Blick haben, weil auch Burschen Betroffene sein können. Und wenn wir Täterinnen sexualisierter Gewalt im Blick haben, müssen wir auch die Mädels berücksichtigen, weil die auch vorkommen. Auch hier sieht man aber schon einen ganz einen krassen Geschlechtsunterschied. Okay, zusammengefasst noch einmal, wie schaut das Dunkel- und Hellfeld aus? Das sieht man hier bei dieser Gegenüberstellung ganz gut. Das Ausmaß
sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist dieser Dunkelfeldbereich, dieser schwarze Bereich, rund 200.000 in ganz Österreich. Wir haben ungefähr 2000 Anzeigen, die sich auf Kinder und Jugendliche beziehen. Das ist dieser graue Bereich. Und in diesem, von diesen Anzeigen gibt es dann ungefähr 400 Verurteilungen, wo es tatsächlich auch gelingt, einen Täter zu verurteilen. Das ist der bei weitem kleinste Bereich. Also klar wird, wir müssen, um Kinder, Jugendliche auch effektiv zu schützen, zwei Strategien verfolgen. Das eine sind Strategien der Intervention. Wir müssen unsere Wahrnehmung schärfen, dass wir sexuelle Gewalt erkennen können, dass es uns gelingt, wahrzunehmen, wo Kinder, Jugendliche, Betroffene sind. Und wir müssen alles tun, um diese Gewalt auch zu beenden, selbstverständlich. Dazu braucht es ja Handlungsrichtlinien. Ich muss eine Idee haben, was tue ich, wenn ich einen Verdacht habe, was muss ich dokumentieren, an wen muss ich das melden, wie kann ich vorgehen, wie sollte ich mich verhalten. Wir brauchen Interventionspläne und wir brauchen auch Wissen über relevante Hilfs- und Unterstützungseinrichtungen. Also wo kriege ich Hilfe und Unterstützung? Wer ist zuständig? Wer kann mir helfen mit dieser Wahrnehmung auch, die ich gemacht habe? Das ist eine Strategie. Die zweite Strategie sind Strategien zur Prävention. Was können wir tatsächlich tun, um das Ausmaß von Gewalt zu reduzieren? Ja, das ist meines Erachtens ein Aspekt, der häufig zu kurz kommt. Wir denken oft über Intervention nach. Was tue ich, wenn? Haben Handlungsrichtlinien, Interventionspläne. Aber wenn es um Prävention geht, da haben wir häufig ganz wenig Ahnung, welche Bausteine da wirklich geeignet sind. Eben, was kann beitragen, sexualisierter Gewalt vorzubeugen, eine breite Sensibilisierung, Wissensvermittlung der Öffentlichkeit, aber auch von Fachkräften. Auch Fachkräfte haben diese Themenbereiche üblicherweise nicht in ihren Ausbildungen verankert, ja, was schon dramatisch ist meines Erachtens, weil sie dann ja damit konfrontiert sind, weil von ihnen ja erwartet wird, kompetent mit den Themen umzugehen. Also Sensibilisierung, Wissensvermittlung, Informationsvermittlung gehört dazu, aber auch Empowerment, ja, umfassend. Wie kann man Kinder, Jugendliche stärken? Wie kann man an der Resilienz arbeiten? Wie kann man deren eigene Handlungskompetenzen stärken, dass die sich auch Hilfe holen können, Unterstützung holen können? Und ein ganz wichtiger Baustein, sexuelle Bildung. Ja, wie sind die Regeln von Sexualität? Mit wem kann ich darüber reden? Welche Informationen habe ich? Wie schaut sexuelle Bildung aus, auch in den Institutionen, in denen wir tätig sind? Ich möchte auf diese beiden Strategien noch ein bisschen genauer eingehen. Das eine eben Strategien der Intervention. Hier gibt es aus dem Interventionsplan auch für die offene Jugendarbeit, da gibt es einen Leitfaden, der den meisten Kolleginnen in der Jugendarbeit nämlich am bekannt ist. Es kommt dann auch noch der Link ein bisschen später, wo Sie das auch finden. Also wie gehe ich um mit Verdachtsfällen oder auch Vorfällen sexualisierter Gewalt? Das erste wäre mal ganz klar, die Situation ernst nehmen und aktiv werden. Wir erleben häufig, dass auch Professionistinnen so überfordert sind, dass sie oft gar nicht reagieren auf Verdachtsfälle und Vorfälle,
Also das geht natürlich heutzutage nicht mehr. Wir haben schon auch die professionelle Verpflichtung, einzuschreiten, aktiv zu werden, um den Schutz der Kinder und Jugendlichen auch gewährleisten zu können. Der erste Schritt wäre so eine kurze Phase auch der Selbstreflexion. Ja, wie geht es mir mit diesem Verdacht? Welche Gefühle kommen hoch? Ja, auch zu überlegen, was sind meine nächsten Schritte, mit wem kann ich mich austauschen, wer kann mich unterstützen. Das wäre so diese erste Phase, also so ein bisschen Ruhe bewahren, ja, und versuchen, schrittweise vorzugehen, selbstreflexiv auch vorzugehen. Dann brauche ich Kolleginnen, also nicht allein weiter vorgehen. Wenn Sie allein versuchen, solche Situationen zu handeln, tragen Sie auch allein die Verantwortung. Ja, das ist ein großer Brocken. Das würde ich nicht machen. Auf jeden Fall sich mit Kolleginnen und Teamleitung auszutauschen, Ihre Verdachtsmomente zu dokumentieren, sehr genau. Ja, Aussagen der Jugendlichen zu dokumentieren. Auch zu dokumentieren, was habe ich gemacht? Mit wem habe ich Gespräche gesucht? Welche Informationen habe ich erhoben, auch bei den Jugendlichen? Und wie interpretiere ich diese Wahrnehmungen? Das wäre so der nächste Schritt, also sich im Team dann auch über nächste Schritte auszutauschen, sich darüber zu einigen. Wichtig ist, diese Verdachtsmomente auch mit externen Expertinnen abzuklären. Ja, mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft, mit dem Gewaltschutzzentrum, mit Kinderschutzzentren oder anderen Opferschutzeinrichtungen. Also sich auch dort diese Wahrnehmung einzuholen, sich diese Unterstützung zu holen. Ganz wesentlich ist, wenn es um Jugendliche geht, gibt es eine Mitteilungspflicht, wenn Kinder und Jugendliche gefährdet sind, eine Gefährdensmitteilung, die gilt nicht nur in der Schule, die gilt auch in der Jugendarbeit, auch in der verbandlichen Jugendarbeit. Also in allen Kontexten, wo Sie professionell mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben Sie eine Mitteilungspflicht. Also da muss die Kinder- und Jugendhilfe informiert werden, die auch Unterstützung bieten kann, selbstverständlich. Ich muss mir dann auch überlegen, wie kann ich auch betroffene mitwissende Kinder und Jugendliche gut unterstützen, was biete ich an, auch in dem Setting, in dem ich tätig bin, auch da gut überlegen, was kann ich tatsächlich anbieten. Ja, nicht sagen, ich bin Tag und Nacht für dich da und das ist meine Privatnummer. Das wäre eher unprofessionell. Also wirklich auch zu überlegen, was biete ich Kindern und Jugendlichen an, wie weit kann ich sie auch begleiten, wo übergebe ich an andere Professionistinnen. Und dann ist relevant, das auch im Team nachzubearbeiten, zu reflektieren. Sind wir zufrieden, wie das gelaufen ist mit diesem Verdachtsfall? Was hat gut funktioniert? Was hat weniger gut funktioniert? Müssen wir unsere Interventionspläne überarbeiten? Also jeder Anlassfall ist auch eine Gelegenheit, als Organisation dazuzulernen, eigene Richtlinien zu aktualisieren beziehungsweise dann auch zu verbessern. Es gibt in diesem Leitfaden für die Jugendarbeit eine Beobachtungsdokumentation, ja, um ein bisschen so als Unterstützung, was beobachte ich, wer ist der Jugendliche, also auch Name, dann auch der Zeitraum, von wann bis wann, habe ich genauer hingeschaut, wann sind mir diese Dinge aufgefallen. Es kann körperliche, psychosomatische Hinweise geben auf sexuelle Gewalt. Es kann emotionale, soziale Probleme geben, deren Hintergrund sexuelle Gewalt ist. Es kann sexuelle Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten auf sexuellem Gebiet geben. Und es kann Aussagen geben
die ja die Alarmglocken schrillen lassen. Ich gehe auf diese Symptomatik jetzt nicht näher ein, das sprengt hier heute bei weitem den Rahmen. In diesem Leitfaden finden Sie da ein bisschen mehr dazu. Aber die Empfehlung ist schon, als Team auch wirklich fachspezifische Weiterbildungen zu machen, um den Umgang mit diesen Themen ja, zu professionalisieren. Auch Ihre Interventionen oder eure Interventionen, was habe ich gemacht, wie bin ich vorgegangen, wen habe ich verständigt, ja, auch das festhalten und möglicherweise auch ihre Interpretationen, aber schon klar machen, was ist zum Beispiel eine Wahrnehmung von mir oder eine Aussage des Jugendlichen und was ist eine Interpretation, die stimmen kann oder auch nicht. Wenn Kinder und Jugendliche direkt berichten, sind wir häufig auch ein bisschen überfordert, vergessen oft auf ganz grundlegende Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um mit Kindern auch so schwierige Themen gut besprechen zu können. Ja, oft dann so zwischen Tür und Angel, alle anderen Kinder, Jugendlichen kriegen alles mit. Das ist nicht so günstig. Entschuldigung. Also günstig wäre hier auch wieder, bewahren Sie Ruhe so als ersten Schritt. Einen ruhigen, sicheren Ort aufsuchen, wo man sich ungestört unterhalten kann. Ganz relevant auch, glauben Sie dem Kind oder Jugendlichen einmal so fürs Erste. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Kinder, Jugendliche solche Dinge berichten, ohne dass da ernsthaft was dahinter steckt. Also fürs Erste einmal glauben und nicht gleich mit, na, das kann ich mir gar nicht vorstellen und das gibt's ja nicht, antworten, das wäre nicht so günstig für die Betroffenen. Machen Sie keine Versprechungen, die Sie nicht halten können. Ja, oft sagen Jugendliche, ich erzähle dir jetzt was, aber du darfst es niemandem sagen. Da kann ich sagen, Achtung, Falle, das dürfen Sie gar nicht oder das dürft ihr gar nicht. Wir haben vorhin gehört, ihr habt zur Mitteilungspflicht. Also wir können Kindern nicht versprechen oder Jugendlichen, dass wir Dinge nicht weitererzählen. Ich sage da üblicherweise, ja, Vertraulichkeit ist wichtig und generell gilt es natürlich auch für Dinge, die du mir erzählst. Aber wenn es darum geht, dass du geschützt werden musst, ja, dann muss ich mit anderen Menschen darüber sprechen. Aber ich werde nichts tun, ohne dich das auch gut wissen zu lassen. Ja, so kann man das ein bisschen abschwächen. Ich habe noch nie erlebt, dass Kinder, Jugendliche dann nicht berichtet hätten. Auch wenn ich sage, ich muss das anderen sagen. Also üblicherweise ist das nicht das große Problem. Das wird oft so ein bisschen vorgeschoben, um überhaupt erzählen zu können. Stellen Sie die Aussagen des Jugendlichen nicht in Frage, aber auch beurteilen Sie weder den Täter, die Täterin noch die Tat. Ja, ob irgendwas strafrechtlich relevant ist oder nicht, kann man häufig noch nicht sofort sagen, aber auch nicht gleich den Täter ganz wild beschimpfen. Wir haben ja ganz häufig passiert es in der Peer Group unter Gleichaltrigen, auch im Freundeskreis. Da ist es für Betroffene auch nicht hilfreich, wenn wir dann gleich herziehen über den mutmaßlichen Täter. Also bitte auch da zurückhalten. Wichtiger, behandeln Sie den Fall mit Diskretion. Keine Infos an die Öffentlichkeit. Einerseits geht es um Datenschutz, ganz klar. Also bitte nicht weitererzählen. Im Team besprechen ist natürlich was anderes. Aber nicht Unbeteiligten davon berichten. Ja, so. Beim Fortgehen, im Freundeskreis, die Orgengeschichten aus der Arbeit. Also hier bitte Diskretion, Datenschutz. Keine Infos an die Öffentlichkeit. Das passiert, wenn, über Ihren Trägerverein, ja, wie auch immer, aber nicht selbstständig.
Erklären Sie Ihre nächsten Schritte. Also was werde ich als nächster tun? Da kann man sagen, ich muss das im Team besprechen oder mit Teamleitung besprechen. Wer immer die Teamleitung ist, Sie können auch die Mitteilungspflicht, ja, dass bei Gefahr für Kinder und Jugendliche auch die Sozialarbeiterin eingeschalten werden muss, die auch Kinder, Jugendliche gut unterstützen kann in solchen Situationen. Also auch sagen, was passiert als nächster. Sie können auch sagen, ich begleite dich ja, auch wenn es Gespräche gibt mit Kinder-Jugendhilfe oder anderen Unterstützungseinrichtungen. Das kann man ja durchaus machen. Holen Sie sich Unterstützung, holt euch Unterstützung. Darüber haben wir schon gesprochen, ganz wichtig. Und organisieren Sie Unterstützung für das betroffene Kind oder den betroffenen Jugendlichen. Und auch diese Mitteilungspflicht ist hier noch einmal angesprochen. Melden Sie Verdachtsfälle auf sexualisierte Gewalt umgehend der Kinder- und Jugendhilfe. Also das können wir uns nicht aussuchen, ob wir diese Gefährdensmeldung machen oder nicht. Da gibt es eine ganz klare gesetzliche Verpflichtung. So viel zur Intervention. Hier finden Sie noch, oder findet ihr noch, Entschuldigung, wir sind ja per Du, habe ich ganz vergessen. Hier findet ihr noch den Link zur Mitteilungspflicht bei Kindeswohlgefährdungen, wenn ihr den Verdacht habt, dass Kinder, Jugendliche ja, in Gefahr sind, sexuelle Gewalt erleben. Auf gewaltinfo.at ganz klar ist, eine Mitteilungspflicht ist keine Anzeigepflicht. Also ihr seid nicht verpflichtet, gleich die Polizei einzuschalten. Manchmal ist die Polizei die beste Unterstützung, wenn akut Jugendliche gefährdet sind, wenn ihr euch große Sorgen macht, dass man anders jetzt gar nichts tun kann, um den Jugendlichen oder das Kind zu schützen, dann ist die Polizei natürlich eine gute Anlaufstelle. Ansonsten würde ich mit entsprechenden Opferschutzeinrichtungen diese Möglichkeit einer Anzeige diskutieren oder mit der Kinder-Jugendhilfe diskutieren, ob eine Anzeige Sinn macht oder nicht. Aber Mitteilungspflicht heißt nicht Anzeigepflicht. Ihr habt keine Anzeigepflicht, weil das manchmal einfach nicht hilfreich ist. Vor allem, wenn das ein bisschen ein unklarer Verdachtsfall ist, wenn klar ist, Jugendliche haben kein Vertrauen zur Polizei, würden da mal fix jetzt nichts erzählen. Ja, also Anzeige ist nicht immer die beste Lösung. Bei Gefahrenverzug schon, aber so krass ist es ja meistens nicht. Häufig ist es ja nicht ein Akutfall. Hier gibt es zwei Leitfäden, wo ich Ihnen den Link dazu angeführt habe. Es gibt einen Leitfaden für Lehrerinnen, das ist auch für Kolleginnen relevant, die in der Nachmittagsbetreuung tätig sind oder Schulsozialarbeiterinnen sind. Also da gibt es einen Leitfaden, wie im Setting Schule vorgegangen werden muss, wenn es Verdachtsfälle auf sexuelle Gewalt gibt. Und es gibt diesen Leitfaden für die offene Jugendarbeit, den ihr auf unserer Homepage findet als Download, wo relativ genau auch angeführt ist, wie im Rahmen der offenen Jugendarbeit mit Verdachtsfällen umzugehen ist. Die offene Jugendarbeit ist jetzt nicht so stark strukturiert, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Manche Institutionen haben noch viel ausgefeiltere Interventionspläne, wo noch viel mehr Dinge genau vorgegeben sind. Also fragt bei eurem Trägerverein, ob es Handlungsrichtlinien, Leitfäden gibt zu dem Thema, wie sie auch oder wie ihr auch bezogen auf euer berufliches Tätigsein
reagieren müsst. Bei solchen Verdachtsfällen gut ist, wenn man sich das anschaut, bevor man den Verdachtsfall hat, auch im Sinn der Prävention, weil ihr dann einfach fitter seid, wenn ihr damit konfrontiert seid. Also nützt die Zeit, wo es keinen akuten Fall gibt, euch auch im Team mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das wird die Kompetenzen erhöhen, wenn ihr tatsächlich mit Verdachtsfällen konfrontiert seid. Ah, sehr schön. Danke für den Link, der jetzt auch schon im Chat ist, damit ihr den zackig findet. So viel zur Intervention in aller Kürze. Jetzt möchte ich auch noch die letzte Viertelstunde für die Prävention nutzen. Ja, ganz knapp alles. Ich versuche so viel wie möglich einzuquetschen, damit ihr auch was davon habt. Ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend jetzt, aber es ist eh nur eine Stunde. Wir machen einfach zackig weiter. Also Prävention geht, Prävention in Österreich gibt's ungefähr seit den 1980er Jahren, seit wir überhaupt wissen, dass sexuelle Gewalt ein Thema ist. Und das waren so unsere ersten Zugänge zur Prävention. Einerseits einmal eine Aufklärung der Öffentlichkeit. Das gibt's, ja. Sexuelle Gewalt ist ein Thema. Es sind ganz viele betroffen. Also wirklich so Sensibilisierung der Öffentlichkeit, aber auch politische Lobbyarbeit. Also Präventionsmaßnahmen aus diesen frühen Jahren haben wir beigetragen, dass es Gewaltschutzgesetze gibt mittlerweile, dass dieses Thema nicht so tabuisiert ist in Österreich und dass wir wirklich einiges dazu gelernt haben. Die ursprünglichen Botschaften sieht man schön bei diesem alten Plakat, das ist aus Anfang der 1980er Jahre. Also die ursprünglichen Botschaften waren, wehrt euch, holt euch Hilfe. Ja, da sieht man schön die Hoffnung, die dort dahinter steckt. Wir hatten die Hoffnung, wenn es uns gelingt, die Opfer zu stärken, dann können wir mit dem Thema besser umgehen, dann gelingt es uns, das Ausmaß zu reduzieren. Das heißt, da setzt man nur bei den Opfern an. Ja, Opfer müssen sich wehren, Opfer müssen sich Hilfe holen, Opfer müssen Selbstverteidigung organisieren, Opfer dürfen nicht so feig sein, verliert eure Angst. Ja, also lauter Botschaften an Opfer, keine einzige Botschaft an Täter. Die haben da noch überhaupt keine Rolle gespielt. Ja, also wir sind da wirklich mit großer Ausdauer ständig den Betroffenen hinterhergelaufen, was die alles müssen, was die alles lernen müssen, was die tun müssen. Aber die Täter haben uns ganz, ganz lang oder auch Täterinnen überhaupt nicht interessiert. Von da ausgehend haben sich auch Präventionskonzepte für Kinder und Jugendliche entwickelt, wurden Präventionskonzepte für Kinder und Jugendliche entwickelt. Diese Botschaften, die ich da aufgelistet habe, die sind aus vom Ende der 1980er Jahre, also durchaus ja über 30 Jahre her, dass die Gisela Braun diese Präventionsbotschaften formuliert hat, die kennen wir immer noch. Ja, wir haben immer noch Präventionskonzepte, die genau dahin fokussieren, mit genau diesen Botschaften, die sich auch hier wieder einmal nur an Betroffene richten, sagen Nein. Ja, Betroffene müssen Nein sagen und sich wehren. Betroffene müssen sagen, mein Körper gehört mir. Es gibt schöne und blöde Gefühle, wenn ich mich nicht wohlfühle und so weiter. Es gibt angenehme, unangenehme Berührungen, gute und schlechte Geheimnisse. Also da wird schon klar, richtet sie eher an Kinder, aber wurde dann auch für Jugendliche übernommen. Du hast ein Recht auf Hilfe, du bist nicht schuld, das gilt natürlich immer noch. Alle anderen Botschaften sind hoch umstritten. Ich habe
auf der Seite gewaltinfo.at einen kurzen Artikel geschrieben über diese Präventionskonzepte und warum die fragwürdig sind, weil das sind sie, ja, teilweise massiv fragwürdig. In aller, ja, da sieht man aktuelle Programme, das Zwergerl, das Stopp sagt und nein, lass das sein oder mein Körper gehört mir oder werde ich, ja. Also da machen wir immer noch dasselbe. Die Betroffenen müssen sich schützen, die Betroffenen müssen was lernen. Es ist total spannend, dass wir das nur bei sexueller Gewalt machen. Ja, bei körperlicher Gewalt ist uns irgendwie ganz klar, dass wir Kinder schützen müssen, dass wir was tun müssen. Bei sexueller Gewalt ist es uns am liebsten, die Kinder schützen sich selbst. Egal, ob sie das können oder nicht. Weil tatsächlich, ich meine, schaut euch das Zwergerl an, die Kleine, die da ganz tapfer sagt, nein, das will ich nicht, ja, bei allem Respekt. Wir wissen, dass Täter das natürlich übergehen, dass die natürlich Strategien haben, den Widerstand des Kindes zu brechen. Was sind Kritikpunkte eben an diesen klassischen Präventionsangeboten, dass der Hauptfokus bei den Betroffenen liegt? Ja, sind Kinder, Jugendliche selbst für ihren Schutz verantwortlich? Da möchte ich nur in aller Klarheit darauf antworten, nein, das sind sie nicht, wir sind verantwortlich. Ja. Wir müssen auch berücksichtigen, dass sexuelle Gewalt zum überwiegenden Großteil im familiären und sozialen Umfeld stattfindet. Also wenn es so einfach wäre, in diesem Umfeld Nein zu sagen und dann sicher zu sein, hätte man dieses Ausmaß von Gewalt nicht mehr. Das ist natürlich nicht so einfach, weil es eine emotionale Verstrickung gibt, weil der Täter auch geliebt wird. Ja, auch bei Teen Dating Violence, auch unter Jugendlichen. Man ist verliebt, man ist in einer Beziehung, er hat es ja nicht so gemeint oder es war ja gar nicht so schlimm. Also das macht es viel, viel schwieriger, ja, für die Betroffenen sich zu lösen. Das sind nicht nur böse Monster, das sind auch Menschen, die wir lieben, von denen wir abhängig sind vielleicht. Also da ist Widerstand nicht so einfach mit, sag nein, ist das nicht getan. Dann müssen wir auch bedenken, wir haben gehört, wie viele betroffen sind. Also wie wirken solche Botschaften denn auf potenziell Betroffene? In jeder Klasse, in jeder Jugendgruppe gibt es Betroffene. Und wir kommen dann und erzählen denen ganz klar, sag nein und dann ist eh alles gut. Oder man lernt ein Nein-Sage-Lied und mein Körper gehört mir. Ja, die Kinder, die betroffen sind, wissen, dass das so nicht funktioniert, dass es ihnen nicht geholfen hat, Nein zu sagen, weil die meisten sagen natürlich trotzdem, die meisten sagen ja eh Nein, wenn sie Gewalt erleben. Wichtig ist auch, dass wir diese alten Konzepte gar nie evaluiert haben. Wir haben gar nie wissenschaftlich überprüft, ob das überhaupt wirkt, ob das überhaupt beitragen kann, Kinder tatsächlich zu schützen. Es gibt mittlerweile einiges an Empirie dazu, auch an Metastudien mit ganz klaren Ergebnissen, dass so rein opferzentrierte, ja, mein Körper gehört mir Programme nicht zum Schutz von Kindern beitragen, dass die nicht weniger Gewalt erleben, dass die nicht besser geschützt werden können. Klar ist, dass es besonders gefährdete Personengruppen gibt, Kinder, Jugendliche mit Behinderungen zum Beispiel. Ja, wo wir dann auch spezielle Präventionsprogramme brauchen. Also wir müssen schon auch spezielle Risikofaktoren in den Fokus nehmen, zum Beispiel Kinder in Institutionen, Kinder in Heimen, Kinder, Jugendliche mit Behinderungen. Ja, da haben wir Hochrisikogruppen, das heißt, wir müssen da auch ganz spezifische Präventionskonzepte uns überlegen.
Auch in dieser klassischen Präventionsarbeit gibt es keine Täterprävention. Das ist auch ein großer Mangel. Welche Probleme haben jugendliche Täterinnen? Haben wir vorhin kurz gehört. Diese Beziehungsunfähigkeiten, mangelnde soziale Kompetenzen und so weiter, mangelnde sexuelle Bildung. Also was können wir auch tun, um im Sinn der Täterprävention was beizutragen? Und was können wir tun, um Einrichtungen sicherer zu machen? Hier ein kurzes Beispiel, wo ein Jugendlicher beschreibt, wie so ein Selbstverteidigungskurs bei ihr gewirkt hat. Ihr könnt es dann eh nachlesen. Es ist einfach, die Angst hat zugenommen, die Unsicherheit hat zugenommen, vor allem die Angst vor bösen Fremden, die einem so aus heiterem Himmel überfallen. Ja, also einerseits sehr unrealistisch, weil es so nicht passiert in den meisten Fällen, aber auch die Wirkung ganz fragwürdig. Angst hat Kinder oder Jugendliche noch nie sicherer gemacht. Da ist ein Perspektivenwechsel passiert. Was heißt also Qualität von Prävention? Wir dürfen nicht Kinder und Jugendliche im Fokus haben. Wir müssen viel mehr mit den verantwortlichen Erwachsenen arbeiten. Wir müssen nicht nur Opfer unter Anführungszeichen im Blickwinkel haben, sondern Opfer- und Täterprävention, Bausteine der Opfer- und Täterprävention verankern. Wir müssen Buben, Burschen, Mädchen, Frauen wahrnehmen und weg von dieser individuellen Prävention. Du musst lernen, Nein zu sagen, hin zu struktureller Prävention. Einrichtungen müssen sicherer werden. Gewalt ist nicht privat, sondern hochpolitisch. Das haben die ersten Gewaltschützerinnen schon in den 80er Jahren gesagt. Das Ausmaß von Gewalt sagt viel mehr über unsere Gesellschaft aus als über dieses einzelne Opfer. Ja, das wir in den Blick nehmen. Also wir müssen auch die Gesellschaft verändern in ganz vielen Dingen. Das ist wirklich eine sehr umfassende Aufgabe. Qualität heißt auch, wenn ihr Programme in euren Einrichtungen zum Beispiel reinholt, ja, schaut einmal hin, ob das was Gescheites ist. Bei uns gibt es ganz viel richtig fragwürdige, teilweise ganz klar schädliche Programme, die als Präventionsarbeit verkauft werden. Also schaut hin, gibt es da empirische Forschung als Grundlage oder geht man von irgendwelchen Mythen aus, von irgendwelchen Monstern, die Kinder auf dem Schulweg entführen oder so? Werden jeweilige Risikofaktoren in den Fokus genommen? Wird auf allen Ebenen eines Systems angesetzt? Ja, wenn ich mir zum Beispiel Schule anschaue, was kriegen die Kinder an Bausteinen? Was kriegen Eltern? Was kriegt die Lehrerin, die Schule, die Direktion, die ganze Organisation an Bausteinen, die beitragen zur Sicherheit? Und werden die Dinge auch evaluiert? Gibt es Wirksamkeitsstudien? Also bitte einen kritischen Blick auf Angebote zur Prävention. Da gibt es ganz viel Blödsinn, teilweise auch wirklich schädliche Angebote. In Jugendeinrichtungen braucht es Bildungsangebote für verantwortliche Erwachsene. Ich sehe, die Zeit ist gleich um, ich saus da jetzt ganz schnell drüber, wir sind eh fast fertig. Es braucht Angebote, die Kinder und Jugendliche stärken im weitesten Sinn. Ja, Kinderrechte müssen vermittelt werden. Es muss echte Partizipation geben, nicht nur bla bla. Ja, bei uns können Jugendliche mitbestimmen. Ja, das ist wird zwar häufig gesagt, ist aber nicht so in Realität. Es muss sexuelle Bildung geben, Aufklärung, Informationsvermittlung über Hilfe, Unterstützungseinrichtungen. Es muss Angebote für übergriffige Kinder und Jugendliche geben. Emotionale, soziale Kompetenzen müssen gestärkt werden. Und wir müssen unsere Strukturen anschauen. Wir müssen genau schauen, wen stellen wir überhaupt ein. Natürlich gibt es auch Täter, die ganz gezielt den Zugang suchen. Auch hier gibt es Bausteine, wie zum Beispiel einen Verhaltenskodex für Mitarbeiterinnen, Teamentwicklungsmaßnahmen zu setzen, fachliche Kontrolle,
Schutzkonzepte erarbeiten, Reflexionsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Also auch auf organisatorischer Ebene gibt es einiges, was man tun kann. Hier ist dieser Verhaltenskodex, der für die Jugendarbeit gilt. Den finden Sie dann auch in diesem Leitfaden. Da springe ich jetzt auch schnell drüber. Ganz kurz noch, wo setzen wir an, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Das sind so diese großen Themenbereiche. Einerseits Emotionalität, Bedürfnisse, Gefühle, Sehnsüchte, aber auch Empathie, Rücksichtnahme, also alles, was mit dieser Gefühlsebene sozusagen zu tun hat, ist ein Themenbereich. Ein weiterer Themenbereich sind diese klassischen Geschlechtsrollen, Rollenbilder, Sexismus, ja, da gehört auch rein Diversität, auch andere geschlechtliche Identitäten. Diese ganzen Themenbereiche hier zusammengefasst, dann natürlich auch Sexualität und Aufklärung. Also sexuelle Bildung je nach Alter und Entwicklungsstand, Regeln von Sexualität und das Thema sexualisierte Gewalt und Hilfe holen. Was kann das sein? Wo kann man Hilfe kriegen? Das sind so bei uns diese Schwerpunkte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und dann zeige ich Ihnen hier noch ein paar Links, die recht spannend sind. Es gibt hier diese Sex We Can Videos, so Aufklärungsvideos für Jugendliche, die ganz gut sind, wo einige Aspekte besprochen werden. Dann gibt es so ein Cool Not Cool Quiz von Kolleginnen aus Deutschland. Auch diese Spaß- oder Gewaltseite, also ein bisschen dieser Fokus Täterprävention. Und hier von diesem Love and Respect Projekt, wo ich euch vorhin die Ergebnisse gezeigt habe. Da gibt es eine Homepage, loveandrespect.org, auch eine Facebook-Instagram-Seite, wo man auf der Homepage auch einiges an Unterlagen findet, Methoden findet, Informationen findet und auch zum Beispiel so Quizzes findet für Jugendliche, wo so das Thema, wo es vier Quizzes gibt mit vier Themen, gesunde Beziehung ist eines, digitale Gewalt, Sexualität und Selbstliebe, die sehr charmant gemacht sind. Also diese Quizzes sind sehr entzückend und sprechen Jugendliche auch sehr gut an. Wenn es uns gelingt, gute Präventionsarbeit zu machen, können wir einerseits die Aufdeckungsrate erhöhen, also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Kinder, Jugendliche sich auch äußern. Das wollen wir ja, damit wir ihnen helfen können. Und es kann tatsächlich das Risiko sexualisierter Gewalt reduzieren. Da gibt es Metastudien, die das ganz klar belegen. Das heißt, es gibt Hoffnung. Wir können tatsächlich einiges tun, um zur Sicherheit von Kindern und Jugendlichen beizutragen. Das ist sozusagen die gute Botschaft zum Schluss. Es ist Punkt 12 und ich bin fertig mit meinen Ausführungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu viel. Wenn es Fragen gibt, haben Sie noch die Gelegenheit. Ich bin jetzt eh noch da. So viel jetzt einmal von meiner Seite. Ja, es gefällt vielen, vielen, vielen oder einigen halt, sehe ich hier im Chat. Freut mich, wenn Sie sich was ausholen können oder ihr euch was ausholen könnt. Ihr kriegt die Unterlagen, wir machen Weiterbildungen auch in Teams. Also wenn es Interesse gibt, ja, schaut einmal bei euch im Team, ob es Ressourcen gibt oder Möglichkeiten gibt, sie vielleicht auch noch ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Euch auch danke, euch allen.